Ja, war ein schwieriges Spiel. Wir haben sehr intensiv gespielt, schnell gespielt, haben viele Würfe getroffen. Am Anfang wurden wir ein bisschen überrannt, haben auch viele Turnover gemacht, viele leichte Fehler und dadurch war das ein schwieriges Spiel für uns. Aber auch etwas, woraus wir lernen können. Was lief in der zweiten Halbzeit genau besser? Man hat das Gefühl, ihr hattet einen deutlich besseren Flow, seid besser klargekommen mit deren Defense auch. Wir haben ein bisschen mehr kontrollierter gespielt in der Offense, also nicht versucht, deren Spielstil 100% zu matchen, also nicht jeden Fastbreak direkt versucht zu spawnen, sondern eher ein bisschen Setplay gespielt und das hat uns ein bisschen mehr Struktur gegeben. Und du persönlich, wie geht es dir bisher in der Vorbereitung? Wie fühlst du dich jetzt? Ja, doch, ist gut auf jeden Fall. Einige Spiele, man ist auch dabei zu lernen, das System halt ein bisschen sich anzueignen und auf jeden Fall ein anderer Basketball, als der in anderen Vereinen gespielt wird. Daher ist auf jeden Fall noch ein Lernprozess, aber Spiel zu Spiel lernt man mehr dazu, Training zu Training auch und es macht echt Spaß.